Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Heute starten wir ganz kurz mit etwas in eigener Sache, weil ich ja in letzter Zeit ziemlich ruhig gewesen bin. Es gab wenig Videos, es gab insgesamt wenig zu hören. Das lag daran, dass ich mit einer Renovierung beschäftigt war und außerdem daran, dass ich leider die Platte von meinem Windows verabschiedet hatte. Diejenigen Leute, die mich auf YouTube verfolgen und auch die Kommentarfunktion aktiviert haben, also diese Community-Funktion, die wissen das schon. Da hatte ich nämlich ein kleines Update zu gepostet, dass ich leider die Festplatte verabschiedet hat und ich alles neu installieren und den PC neu aufsetzen musste. Das ist jetzt abgeschlossen, das heißt also, es kann wieder von vorne losgehen. Die News können wieder kommen. Eigentlich wollte ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Das schauen wir mal, inwieweit das dann ist. Es gibt also noch ein Raw Data Video, was zusammen mit Matthias produziert wird. Und wir schauen mal, wie lange das noch dauert. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich mich da ein wenig mit After Effects reinarbeite, um so ein paar fancy Animations zu machen. Mal schauen, wie weit ich dann daher komme. Ich habe momentan leider relativ wenig Zeit. Von daher ist das ein wenig schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mich da auf jeden Fall ransetzen. Das Video kommt, nur wie immer kann ich euch nicht sagen, wann es kommt. Das ist ein Schedule, was ich sowieso nicht einhalten kann, deswegen gebe ich das gar nicht erst raus. So viel also von meiner Seite. Es geht also wieder los mit den News, die kommen jetzt wieder wöchentlich. Die kommen jetzt heute mal am Mittwoch, weil ich am Montag halt meinen PC noch nicht fertig hatte. Das war erst gestern der Fall. Dann musste ich noch testen und so weiter und deswegen kommen die jetzt heute. Aber ab nächster Woche kommen die wieder wie gewohnt am Montag. Dann kommen zwischendrin auch andere Videos und auch Streams soll es wieder geben, wobei ich da eben noch nicht weiß, wie genau das ist. Wenn das Wetter schön ist, gibt es natürlich keine Streams, das sollte eigentlich klar sein. Aber zwischendrin denke ich mal den ein oder anderen Stream, den kann man da sicher mal einschieben. Gut, wie gesagt, das war's von mir. Kommen wir jetzt also zu dem, weswegen ihr hier wahrscheinlich eigentlich eingeschaltet habt, nämlich zu den News. Und da gibt es einige. Wir starten einfach mal mit der MagKnight 787. Die soll nämlich in naher Zukunft ja nicht nur ein allgemeines System-Update bekommen, sondern eben auch ein Visual-Update. Das System-Update ist jetzt ein wenig konkretisiert worden. Man arbeitet nebenher am FMS. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass man nebenher am sogenannten EFB, am Electronic Flightback, arbeite. Und genau dazu sind jetzt ein paar Screenshots veröffentlicht worden. Das heißt also, dass man genau sieht, was da eigentlich bearbeitet wird, sodass man eben nachvollziehen kann, was es für Änderungen geben wird und wie ungefähr zumindest die funktionieren sollen. Dazu heißt es dann zum Beispiel, dass es einen neuen Takeoff-Calculator geben wird, wo man alle Flaps-Stufen von 5 bis 20 nehmen kann, wo man eine Temperature selecten kann, sowas ähnliches wie die Flex-Temperature im Airbus zum Beispiel. Und zum Beispiel auch, dass dieses Teil Warnmeldungen im Windows XP-Style ausspucken soll. Was man davon hält, ist natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich finde das ein wenig weird, aber gut. Wenn die Developer das so möchten, letztendlich ist die Darstellung relativ wurscht. Das, was da im Hintergrund zu sehen ist, finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Wann das kommen soll, das ist natürlich eine Geschichte, die nur der Developer weiß, da müssen wir uns leider noch ein wenig gedulden, aber anyways finde ich es nicht schlecht, dass da so dran gearbeitet wird und es zeigt einmal mehr, dass die MagKnight ein Flugzeug ist oder dass MagKnight der Entwickler ein Entwickler ist, der sich wirklich für das interessiert, was er tut und nicht einfach irgendwas released und dann was Neues macht, sondern der sich wirklich quasi um sein Baby kümmert und etwas tut, was das wirklich weiterbringt. So dass man am Ende eventuell ein Flugzeug hat, was immer mehr zur Konkurrenz für die Quality Wings 787 in P3D wird. Das ist zwar bisher nur Wunschdenken, aber wer weiß, vielleicht passiert das ja irgendwann doch mal. Bei der Arbeit und der Energie, die die Entwickler in die MagKnight stecken, kann ich mir gut vorstellen, dass die tatsächlich irgendwann mal soweit sind. Und als nächstes haben wir dann die Aerobask Lank Air Legacy. Ich habe keine Ahnung, ob das Lank Air heißt oder Lancer, wie auch immer. Letztendlich ist das ein extrem kleines, aber sehr, sehr schnelles, experimentelles, einmotoriges Kolbenmotor-Propellerflugzeug. Super langer, geiler Satz. Und das ist jetzt von der Aerobask für X-Plane 11 herausgekommen. Das ist ein Flugzeug, was die schon länger in der Entwicklung hatten und was jetzt, zumindest dem Schein nach, in gewohnt guter Aerobask-Qualität veröffentlicht wurde. Ihr seht im Hintergrund wie immer die Screenshots durchlaufen. Das Dingens ist dafür gemacht, dass man unter anderem auch Aerobatics damit fliegen kann, man kann also Airwork betreiben und es featuret angeblich ein highly detailed 3D-Modell, sowohl innen als auch außen, PBR 4K-Texturen, F-Mod-Sounds, die angeblich beim realen Flugzeug aufgenommen worden sein sollen, auch wenn das natürlich immer schwierig zu überprüfen ist, dann ein sehr, sehr hochauflösendes Flugmodell bei X-Aerodynamics, wobei ich leider keine Ahnung habe, wer das sein soll. Und zusätzlich dazu noch diverse Liveries, die natürlich alle in 4K sein sollen. Das Ganze kommt unter anderem mit dem Standard GNS 530 und mit dem Reality XP GTN 750. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich das Reality XP irgendwie nicht wirklich mag, aber das ist natürlich eine Geschichte, die jeder für sich selbst entscheiden muss.
Das Dingens ist außerdem VR-ready, soll damit sehr, sehr extensiv getestet worden sein, funktioniert also angeblich auch sehr, sehr gut. Wer sich weiter darüber informieren möchte, was dieses Teil alles featuret, denn das kann ich unmöglich alles in diesem Video aufnehmen, der kann das tun, indem er sich unten in der Videobeschreibung einmal den Link anschaut, am besten draufklickt und dann kommt ihr zu einer Liste, einfach ein bisschen runterscrollen. Diese Liste zeigt euch an, was in diesem Flugzeug angeblich alles dabei ist. Wenn ihr diesen Flieger kaufen möchtet, dann solltet ihr in den X-Pen Org Store wechseln. Momentan gibt es das Dingens nur dort und zwar für $34.95. Und ganz ehrlich, das ist ein relativ hoher Preis für so ein Flugzeug. Bei Aerobusk würde ich zwar tendenziell sagen, dass die Flieger ihren Preis eigentlich immer wert sind, bei so einem kleinen Flugzeug muss man das aber nochmal wirklich differenziert beurteilen, denn letztendlich ist es ein wirklich kleines Flugzeug und ob das $35 wert ist, das wird sich zeigen. Und was sich auch zeigen wird, das ist der Anybills A300. Dieses Flugzeug ist ja nun schon länger ein Subjekt von extremer Werbung, das immer mal wieder aufploppt und das jetzt ein paar neue Screenshots bekommen hat, so zum Beispiel auch in der Fidex-Bemalung. Das sieht, finde ich, ziemlich cool aus und macht einem eigentlich auch schon fast den Mund wässrig und vor allen Dingen hat es jetzt eine Produktseite bekommen. Diese Produktseite seht ihr im Hintergrund, da kann man sich verschiedene Sachen angucken. Der Preis steht da als TBA, also To Be Announced, und als Coming Soon das Produkt, was auch immer genau das denn nun heißen mag, das wissen wir leider immer noch nicht. Man kann sich dann diverse Sachen anschauen und es gibt eben auch schon eine Beschreibung, also quasi als Werbung für dieses Flugzeug. Eine fast vollständige Product Page eben, die eigentlich nur noch das Flugzeug selbst vermissen lässt, genauso wie eine Preisankündigung. Ich hatte aber tatsächlich ja schon mal gesagt, dass ich vermute, dass sich dieses Flugzeug um die $70 bis $80 ansiedeln wird. Je nachdem, was genau der Entwickler denn da macht und wie ehrgeizig die sind, aber in der Regel ist es ja so, dass die Flugzeuge immer teurer werden und leider nicht günstiger. Immerhin bekommen wir hier schon mal einen kleinen Ausblick darauf, wie groß dieses Flugzeug ungefähr sein wird. Der Download soll, und das steht hier unten rechts in der Ecke, ca. 900 MB enthalten und das entspricht ca. 1,4 GB, wenn das Flugzeug dann installiert sein soll. Daran lässt sich dann zumindest in der Theorie auch so ein bisschen die Qualität des Flugzeugs ableiten, denn in der Regel ist es eigentlich so, dass je größer die Ordnerstruktur, das heißt je mehr Speicherplatz das Ganze belegt, desto größer und besser in der Regel auch die Qualität. Das ist natürlich nur eine extremst vage und extremst ungenaue Darstellung des Ganzen, denn natürlich kann es auch sein, dass Flugzeuge, die vom Speicherplatz kleiner sind, eine größere Qualität aufweisen. Das ist in der Theorie aber eben nicht so und genau deswegen habe ich gesagt, dass es hier nur um die Theorie geht. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man theoretisch den A300 ja einfach mit der 767 vergleichen könnte. Da kommt dann heraus, dass die ca. 1,4 GB Speicherkapazität 2,28 GB Speicherkapazität der 767 entgegenstehen. Hier habe ich bei der 767 aber darauf geachtet, dass ich die Liveries nicht mitgenommen habe. Ich habe also den gesamten Ordner der 767, aber nicht die Liveries gemessen. Da kam eben ungefähr 2,28 GB raus gegenüber 1,4, deswegen hat die 767 ca. 1 GB mehr. Was genau das jetzt heißt, ist aber eine Geschichte, die nicht eindeutig zu beantworten ist. Es kann sein, dass die 767 Dinge hat, die der A300 nicht hat. Es kann aber ganz genauso gut sein, dass die Qualität der 767 besser ist. Letztendlich können wir das erst dann beurteilen, wenn der A300 draußen ist. Das heißt also, dass wir uns hier noch ein bisschen gedulden müssen. Das war aber eine Geschichte, die mir einfach so aufgefallen ist und die ich hier einfach mal kurz einstecken wollte. Und als nächstes haben wir dann Gaia Simulations Berlin-Tegel. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, warum die sich ausgerechnet für Tegel entschieden haben, immerhin haben wir da schon eine Szenerie, auch wenn die jetzt nicht super klasse ist, ja klar, aber es gibt sie und schlecht ist die definitiv nicht. Und das ist ein Airport, der bald geschlossen wird. Davon mal abgesehen, hätte man theoretisch wesentlich sinnvollere Auswahlmöglichkeiten gehabt, so zum Beispiel Amsterdam Schiphol oder beispielsweise London Heathrow, das hatten wir aber in einem vorherigen Video schon. Berlin-Tegel ist jedenfalls ein Airport, der von Gaia Simulations sowohl für den P3D als auch für X-Pen 11 umgesetzt wird und der jetzt eine gewaltige Masse an Screenshots veröffentlicht bekommen hat, bei denen wir uns einfach mal anschauen können, was genau denn hier eigentlich umgesetzt werden soll.
Ihr seht also im Hintergrund, wie dieser Airport bisher aussieht. Leider ist das aber auch schon alles, was wir an Infos über diesen Airport haben. Es gibt also leider keine Informationen darüber, wann dieser Airport released werden soll und leider ebenfalls keine darüber, wie viel er kosten wird. Das sind also wohl Dinge, die wir erst mit dem Release erfahren. Ich vermute aber mal, basierend auf dem Preis der bisherigen Gaia-SIM-Produkte wie zum Beispiel Wien, dass dieser Flughafen ungefähr um die 24-25 Dollar kosten wird, vielleicht auch ein bisschen mehr, denn in der Regel gehen die Preise ja immer nach oben, ne? Und bevor wir jetzt mit X-Pen abschließen und zum P3D kommen, gibt es in der Mitte noch einen Tool-Einschub, und zwar Project Fly. Project Fly V4 ist eine Geschichte, die ja schon seit längerem irgendwo in den Untiefen der Flusi-News herumgeistert und die zwischendrin von irgendwelchen Payment-Skandalen überschattet worden sein soll. So genau habe ich mich da ehrlich gesagt aber nicht wirklich mit beschäftigt, da es mir ehrlich gesagt um andere Sachen ging und die wichtiger waren. Jedenfalls ist jetzt die V4 Early Access herausgekommen, sodass man sich diese herunterladen und damit auch was anfangen kann. Am Anfang gab es da massivste Serverprobleme, das Ding ist andauernd abgekratzt und man konnte nicht wirklich was damit anstellen, aber jetzt soll es tatsächlich so sein, dass man dieses Teil wirklich vollständig benutzen kann. Das konnte ich noch nicht testen, weil ich das noch nicht installiert habe. Hier gibt es jetzt aber mal ein paar Infos darüber, was sich verändert haben soll bzw. was neu ist. Es gibt wie immer sogenannte Pricing Tiers. Das Ganze war in der V3 auch schon so. Ich glaube aber, dass sich das jetzt ein wenig verändert hat. So ist es jetzt zum Beispiel so, dass es zwar immer noch Basic, Supporter und Pro gibt. Auch diese drei Stufen gab es so in der V3. Ich meine aber, die hießen anders. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die beinhalten jetzt verschiedene Sachen. So hat man zum Beispiel in Basic, das ist for free, da muss man nichts bezahlen, ein Radar für alle Flieger, die auf Project Fly unterwegs sind, das sich alle 60 Sekunden, also jede Minute einmal refresht. Dann ein Flight Path Storage of 60 Days, also alle Flüge, die man gemacht hat, so interpretiere ich das zumindest, alle Flüge, die man gemacht hat, die bekommen ja einen Logbook-Eintrag. Das heißt also, man bekommt quasi eine Speichereinheit dafür, man kann sich diese Flüge angucken. Jetzt allerdings nur noch 60 Tage und dann scheinen die gelöscht zu werden oder gesperrt, wie auch immer. Das war in der V3 anders, da kann man sich alle Flüge angucken, die man jemals gemacht hat. Wenn meine Interpretation also stimmt und man sich das hier nur noch 60 Tage angucken kann, ist das ein massiver Rückschritt und demzufolge leider ziemlich scheiße. Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstehe und dass das was komplett anderes ist. Das wäre schön, wenn mir das mal irgendjemand erklären könnte, denn dazu konnte ich bisher keine weiteren Infos finden. Weiter geht es damit, dass es natürlich in den verschiedenen Tiers, also beispielsweise in denen, für die man dann bezahlen muss, mehr Sachen gibt, die es eben in denen, für die man nicht oder weniger bezahlen muss, eben nichts gibt. So zum Beispiel ist es so, dass man in dem Supporter-Tier, der kostet glaube ich 4,99 £ oder so, auf jeden Fall kostet der ein bisschen was, da kann man dann auch Streamer-Tools benutzen, also Overlays beispielsweise. In Pro ist das dann auch so, dass man das Ganze customisieren kann, denn in Supporter das Ganze noch ein Project Fly Branding. Außerdem gibt es da noch diverse Features, das ist eine super lange Liste, die ich hier nicht einfügen kann, die ist nämlich ein bisschen zu lang. Und deswegen habe ich in die Videobeschreibung wie immer einen Link gepackt, da könnt ihr draufklicken und kommt dann auf eine Seite, wo ihr euch die ganzen Features einmal selbst anschauen könnt. Mich würde mal interessieren, was ihr von der V4 haltet, schreibt mir also am besten einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr darüber denkt und ob ich das Ganze eigentlich richtig verstanden habe. Was ebenfalls eine extrem lange Featureliste hat, das ist die Aerosoft CRJ700 oder allgemein die CRJ Family. Ich habe noch nie in meinem Leben eine dermaßen übertrieben extrem lange Featurelist gesehen. Und zwar ist das eigentlich ja nur eine Featurelist für den Changelog für die Version 2.2.0.0. Auf jeden Fall ist die so lang, da könnte man theoretisch wahrscheinlich ein eigenes Video drüber machen. Wenn ihr die jedenfalls selbst lesen möchtet, dann solltet ihr einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken, der führt euch nämlich zu einer Seite, wo die komplette Liste einmal angezeigt wird. Da könnt ihr euch die dann selbst durchlesen. Ganz grob zusammengefasst handelt es sich hierbei aber um eine unglaublich riesige Liste an Bugfixes und Verbesserungen und die Kompatibilität für den P3D V5. Weiter geht's mit Orbex. Orbex hat nämlich True Earth Oregon veröffentlicht. Das ist eine über 100.000 Quadratkilometer große Region in den USA, die nach True Earth Manier auf detailreichste Art und Weise und auf am besten aussehendste Art und Weise von Orbex handplatziert generiert worden ist. Und um die Qualität muss man sich bei Orbex auf gar keinen Fall Gedanken machen. Die ist bisher immer gut gewesen und ich glaube auch, dass sie das in Zukunft bleiben wird.
Dieses Add-on True Earth Oregon wird für X-Pen 11 und für P3D verfügbar sein, beziehungsweise ist schon verfügbar, featured unter anderem, ganz genau genommen, 99.291 Square Miles oder 257.163 Quadratkilometer von Luftbildern, die extrem hoch aufgelöst sein sollen und insgesamt 483 custom modellierte und handplatzierte 3D-Objekte, die irgendwo auf dieser extrem gigantischen Fläche herumstehen und auf ihre Entdeckung warten. Dazu kommen über 339 Millionen Bäume, 2,5 Millionen Gebäude und vor allen Dingen auch noch VFR-Landmarks. Man merkt also schon, die haben sich hier richtig Mühe gegeben. Die Szenerie kostet $54,95, das sind aber australische Dollar. In US-Dollar wären das $30,39, 24 Pfund oder 27,06 Euro. Und mal ganz ehrlich, für eine derartig riesige Szenerie, die dann auch noch in so einer hohen Qualität veröffentlicht wird, da sind 27,06 Euro, finde ich, auf jeden Fall sehr gut investiert, falls denn irgendeiner so eine Szenerie für Oregon braucht. Mich persönlich reizt das jetzt nicht so unbedingt, ich nehme da lieber andere Regionen von Orbex. Ihr könnt euch diese Szenerie entweder über das Orbex eigene Tool oder über die Orbex eigene Website kaufen. Den entsprechenden Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und schon wieder sind die MK Studios in der News. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, das seien die Mörderkaninchen Studios. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ist zwar lustig, aber nein, stimmt natürlich nicht. Ich weiß nicht genau, was MK Studios heißt. Was ich weiß ist, dass die unglaublich aktiv sind. Die haben nämlich jetzt schon wieder ihren nächsten Airport angekündigt. Wir hatten Mallorca von denen, wir hatten Keflavik von denen und das nächste Projekt, das sie umsetzen wollen, das ist Roma Fiumicino. Das heißt also Lima India Romeo Fox, das ist der italienische größte Hauptstadtflughafen. Für X-Bang gibt es so eine Umsetzung schon, diese hier wird also ausschließlich für den P3D sein. Finde ich trotzdem ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, man könnte die Szenerien ja theoretisch für beide Simulatoren machen. Just Sim macht es vor. Wie auch immer. Diese Szenerie soll jedenfalls für den P3D erscheinen und im Hintergrund sieht man einige Early Development Screenshots. Das war es dann aber tatsächlich auch schon, denn mehr Informationen über diese Airports gibt es bisher leider noch nicht. Wenn sich das ändern sollte, werdet ihr natürlich wie immer informiert. Und um diese zugegeben wirklich super lange News dann mal ein wenig kürzer zu halten und zu einem Ende zu kommen, habe ich ganz am Ende noch den absolut gelben Airport für euch, und zwar Malmö. Das ist ein Airport, der jetzt von Orbex entwickelt wird. Okay, ganz genau genommen wird er nicht von Orbex entwickelt, sondern von einem anderen Designer und dann über Orbex vertrieben, aber im Prinzip ist das ja fast gleich. Wie auch immer jedenfalls, ist das ein Airport, der für den P3D entwickelt wird, leider nur für den P3D, könnte man vielleicht auch für den X-Plane gebrauchen und über den es bisher im Hintergrund zu sehen nur diese Screenshots als Information gibt. Und man sieht, dieser Airport wird zu Recht gelber Airport genannt, da ist nämlich irgendwie einfach alles gelb. Der Control Tower, die Gebäude, teilweise sogar Straßen. Ich weiß nicht genau, was die sich dabei gedacht haben, ist aber irgendwie lustig und passt. Lustigerweise zum Corporate Design von Orbex, die nehmen nämlich ihre Airport ICAO Codes immer in gelb, wie man zum Beispiel unten rechts in der Ecke erkennen kann. Wie gesagt, es gibt leider bisher keine Informationen darüber außer den Screenshots, das finde ich ein bisschen schade, aber wenn sich das ändert und wenn es dazu weitere Informationen wie zum Beispiel Release Dates oder Preis geben sollte, dann werdet ihr darüber natürlich von mir informiert. Und am Ende gibt es dann nochmal eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Momentan baue ich einen zweiten Kanal auf, der dafür gedacht sein soll, die ganzen Videos, die ich hier auf Deutsch mache, tatsächlich auch auf Englisch zu machen. Das heißt, englische Streams, englische Videos. Das Ganze einfach deswegen, weil ich finde, dass englische Sachen auf diesem mehrheitlich deutschen Kanal irgendwie nicht wirklich reinpassen, deswegen ein extra Channel dafür geschaffen werden soll. Wenn euch das also interessieren sollte, denn auch da mache ich Sachen mit Matthias, dann schaut doch da einfach mal rein, sobald dieser Kanal denn soweit ist. Ich wollte das mal anteasern, noch ist das nicht soweit, aber das sollte in naher Zukunft soweit sein. Ich werde da vielleicht auch nochmal ganz, ganz kurz ein eigenes kleines Video oder Videochen oder so ähnlich drüber machen. Jedenfalls das irgendwie nochmal konkret anposten, auch mit einem Link zu dem Channel dann. Auf jeden Fall seht ihr das und könnt dann auf diesem Kanal die ganzen Videos auf Englisch schauen. Natürlich wie in gewohnt guter Qualität. Das Ganze wird also so ähnlich wie die Mörderkaninchen sein, nur eben komplett auf Englisch.
Außerdem, und das habe ich tatsächlich in früheren Videos zumindest schon mal angeteasert, werde ich nicht mehr besonders lange auf YouTube streamen. Es kommen vielleicht noch 1-2 Streams, vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann werde ich auf Twitch umsteigen. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass Twitch für das Stream wesentlich besser geeignet ist. Es ist halt eine reine Streaming-Plattform und YouTube eigentlich ja eher für Videos gedacht ist. Ich denke, ich werde das Ganze dann so machen, dass ich auf Twitch streame und eine Wiederholung dieser Streams oder einen Zusammenschnitt davon dann auf YouTube hochlade, damit die Leute, die nicht auf Twitch wollen oder können oder wie auch immer, eben trotzdem einmal ganz kurz sehen, was in diesem Stream eigentlich passiert ist. Das Ganze hat auch noch kein konkretes, ich sag mal, Release-Datum. Es ist aber definitiv nicht mehr weit hin. Ich hatte eigentlich vor, ich sag mal, ungefähr so im Oktober, November, Dezember, jetzt bin ich aus Versehen gegen mein Mikrofon gekommen, im Oktober, November, Dezember tatsächlich dann irgendwie auf Twitch umzusteigen. Da gibt es dann aber auch noch mal konkretere Informationen zu. Da werdet ihr auf jeden Fall rechtzeitig von mir informiert, wenn das soweit ist. So, und dann wie immer, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Fragen, Kritik und so weiter haben solltet, dann bitte entweder rein in die Kommentare auf dem Discord oder per Mail. Ich freue mich drauf, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen, schönen, sonnigen und warmen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, macht's gut!